Zurück geht's mit dem rasenden, qualmenden und dauerhupenden Roland direkt nach Samtens in das Modellbaumuseum zu Uwe Uschmann. Der soll mir jetzt mal erklären, warum dieses Hobby eigentlich so toll ist. Ich meine, immerhin verbringen in Deutschland Heerscharen von Männern ihre Freizeit damit, Gleise aneinander zu stecken und dem Zug beim im Kreis fahren zuzugucken. So sieht das ganze Museum aus, alles kleine zusammengebaute Autos, Lokomotiven, Schiffe, alles was es gibt. Mhm. Ja, wir haben einfach aufgeräumt zu Hause und haben ausgestellt, was wir zu Hause haben. Und seitdem klappt es in der Ehe auch wieder, seitdem der ganze Schrott weg ist. Edelschrott. Seitdem der ganze Edelschrott weg ist. Aber es genau. Ist ja ein Thema, wo Frauen und Männer sich wahrscheinlich immer ein bisschen streiten. Wenn Sie jetzt ich wären, was würden Sie denn sehen wollen an meiner Stelle? An Ihrer Stelle? Schicke Autos. Schicke Frauen, schicke Autos. Was ich mich ja frage, ne, mal abgesehen davon, dass ich diese Leidenschaft sowieso nicht so ganz verstehe. Was hat man eigentlich davon, wenn die Dinger so hinter Glas stehen? Da kann man ja nicht mal damit spielen und gar nichts. Ah, na gut. Wie viele Vitrinen, Jungs, gehören euch denn hier so? Mir gehören 3 Stück. Wie heißt du? Ulrich. Ulrich. Ja. 3 Vitrinen hast du hier am Laufen. Und du so? Ich bin der Egon, ne? Und ich bin eigentlich auch Eisenbahner und habe eigentlich bloß eine Vitrine. So, oh. Aber in dieser Vitrine, das ist aber tut mir jetzt ein bisschen leid, das Egon. Das macht nichts. Hier, das ist meine einzigste Vitrine. Sind die eingeschmuggelt in die DDR damals? Nein, die gab es bei uns. Oh. Das war die Spur TT. Das stimmt, das Berliner TT-Bahn. Ja, nichts. Das stimmt. Das nicht, ja. Es war natürlich, man kriegte nicht gleich alles sofort zu kaufen im Laden, ne? Aber es war dann die Freude, wenn man was gekriegt hat. Ah, es hängen Erinnerungen dran, weil da hast du als Kind schon mitgespielt? Ich nicht, aber mein Sohn, der jetzt 34 und ist. Und du hast sie gerettet quasi? Ich habe sie gerettet, ja. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon mal langsam näher. Nostalgie ist also ein Motiv. Und sonst so? Okay, ich frage jetzt mal die Frage aller Fragen. Warum fährt die? Ja, für dich extra gemacht. Aber warum fährt die? Wie, wodurch? Durch ein ja, hier irgendwo unten. Trafo, ne? Das ist hier unten. Die ganze Elektrik ist hier drunter. Ah, gut. Deswegen fährt sie. Genau so. Ja, hätten wir das auch geklärt. So. Also ist es schon was extrem Kreatives und Künstlerisches, sowas zu machen? Weil du kannst die Landschaft ja total für dich bestimmen. Naja, sie sollte schon ein bisschen so sein, wie es eigentlich so auf Rügen ist. Es ist ja ein Buchenwald und man sollte das schon so ein bisschen so dem Vorbild entsprechend auch bauen. So, und jetzt guckt euch das mal an. Die haben doch richtige Autos und richtige Mopeds hier. Das hab ich mir doch gedacht. So echte Kerle, die wollen doch nicht immer nur so winzige Teile zusammenkleben, die wollen auch mal ran. Die wollen auch mal richtig zupacken. Herr Uschmann, danke schön. Danke auch. Uli, danke schön. Ja. Das nehme ich wieder mit. Und ich sage toi, 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 super Projekt, finde ich gut. Gefällt mir. Vielleicht fange ich auch mal mit Modellbau. Wo komme ich raus? Dann sehen wir uns hier wieder. Dann kriegst du auch wieder Kekse. Oh ja. Tschüss. Ja, tschüss dann.